Hallo, hier ist Muro wieder aus Osaka. Gestern wollte jemand wissen, wie viel Freizeit ich mir erlaube. Und meine Antwort war kurz gesagt, ich versuche nicht zwischen Freizeit, Arbeit und Familie zu trennen. Und ich versuche mir auch nicht Zeit zu nehmen, sondern eher für diese geschenkte Zeit, diese 24 Stunden, die mir jeden Tag von neuem geschenkt werden, etwas zurückzuschenken. Das bedeutet, dass ich mich an die Arbeit, an die Familie, an das Gebe, vollkommen hingebe an das, was ich gerade tue. Und der Fragesteller hatte dann noch eine zweite Frage. Meine zweite Frage wäre, ob du, weil du in Japan lebst, die dortige Manga- oder Anime-Kultur bekannt ist und dies auch konsumierst und ob Weisheiten in solchen Anime-Manga, ich sag jetzt mal, weiter zu empfehlen sind oder das so für dich mit dem, was deine Meinung Sichtweise beinhaltet, vereinbar ist. Wäre schön, wenn du mir antworten könntest. In Klammern M/14. Also mit dem M14 konnte ich nichts anfangen, aber danke trotzdem. Anime und Manga, um ganz ehrlich zu sein, also ich mag Mangas, ne? Die haben mich schon ganz am Anfang, als ich nach Japan kam, in Bann geschlagen. Wo genau der Unterschied zu Anime ist, weiß ich nicht. Ne? Also Anime sind Filme, aber es gibt ja auch Mangas oder Filme, die als Manga bezeichnet werden. Ne? Manga ist gedruckt und Anime kommt in Filmform, ist, glaube ich, falsch. Ne? Also es gibt keine gedruckten Animes, aber es gibt auch Mangas als Film. Ne? Insofern, ich weiß leider nicht den Unterschied, aber in meinem Fall sind wahrscheinlich vor allem die Mangas, die ich mag, in letzter Zeit weniger häufig, aber besonders am Anfang, als ich noch nicht in Antaishi war, als ich noch in Kyoto lebte, war ich oft in den Gebrauchtbuch, in den Second-Hand-Buchläden, wo viele Mangas sich stapeln. Ne? In der Gegend, besonders um die Universität Kyoto herum, gibt es haufenweise solche Second-Hand-Buchläden. Vielleicht inzwischen seltener, aber damals noch sehr viele. Da habe ich rumgestöbert und das erste Buch, das mir in die Hand gefallen ist, zufällig, war dieses von Tezuka Osamu. Wahrscheinlich der bekannteste Manga-Künstler überhaupt in der japanischen Geschichte, ne? Tezuka Osamu. Der hat auch eine Serie mit dem Titel Buddha geschrieben, ne? Wo er das Leben Buddhas als Manga schreibt. Ne? Ich persönlich bin weniger ein Fan davon als von dieser Serie Hinotoli. Der Feuervogel, ne? Oder Phönix wird es auch manchmal übersetzt. Ne? 12-bändige Serie und dieser Band ist der Phönix-Band. Ne? Zwei Protagonisten, die sich in ihrem Leben mehrmals über den Weg laufen. Ne? Der hier dargestellt wird, Gao, verliert schon als kleines Kind ein Auge und einen Arm, betätigt sich dann aber als Bildhauer. Ne? Und ein anderer, ebenfalls sehr talentierter Bildhauer, ne? Den Namen habe ich jetzt vergessen, aber das ist eine total super Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, von den Mangas, die ich jetzt heute noch vorstellen werde, dass dieses mit der größten Wahrscheinlichkeit auch auf Deutsch zu finden ist. Wenn nicht auf Deutsch, dann bestimmt auf Englisch. Ne? Feuervogel. Die Reihenfolge dieser Bände ist je nach Ausgabe verschieden, auf Japanisch Ho-Oh-Hen, ne? Der Band Phönix, obwohl natürlich in jedem der Hinotoli Feuervögel Bände in der einen oder anderen Form dieser Phönix, der für das ewige Leben steht, auftaucht. Ne? Also sehr empfohlen, hat auch mit Buddhismus zu tun, ne? Zumal ja diese beiden Hauptdarsteller, die Protagonisten, auch für Tempel dann Buddha-Statuen anfertigen. Ne? Ebenfalls um Buddhismus oder um den Buddha zumindest
zunächst scheint es in diesem Buch zu gehen. Also Oshaka bedeutet Shakyamuni, ne? Den Shakyamuni nennt man auf Japanisch Oshaka-sama. Michio Hisauchi heißt der Künstler, ne? Beziehungsweise auf Japanisch schreibt man es so. Viele japanische Produkte, die haben auch eine englische Beschriftung, obwohl man kein Englisch da drin findet. Ne? Also das ist alles hier nur Japanisch. Ne? Und man sieht das schon. Es ist nicht das, was man sich so zunächst unter Buddhismus vorstellt. Ne? Also auch einiges Erotisches, was man hier findet. Hisauchi Michio, also ebenfalls ein Künstler, den ich euch ans Herz legen kann. Allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den in deutscher Übersetzung findet, sehr viel geringer. Also sucht danach. Ne? Es gab mal vom, ich glaube, Alfred Birnbaum übersetzt eine Monkey Brain Sushi hieß das. Eine Sammlung verschiedener japanischer Kurzgeschichten. Das ist schon 30 Jahre her, dass die rauskam. Bei einem New Yorker Verleger. Und das waren alles Kurzgeschichten. Sogar eine von Murakami Haruki. Haruki Murakami. Und ein Manga drin. Ne? Ebenfalls vom Hisauchi Michio. Beziehungsweise dieses Buch. Auch vom Hisauchi Michio. Takulan heißt das. Takulan ist japanisch ein Wort, ein japanisches Wort, das viele Japaner nicht kennen, weil es ein ja, sehr spezieller Terminus ist. Bedeutet den Brauch der Kuckucke, ihr Ei in das Nest anderer Vögel zu legen. Ne? Das ist Takulan. Und das ist ein Buch, das mir so gut gefällt, dass ich mal dran gedacht habe, das irgendwann ins Deutsche zu übersetzen. Also es ist angelegt in einem europäischen Kloster des Mittelalters, aber eine Geschichte, die zeitlos ist. Ne? Und also ein 12-Minuten-Video ist zu kurz, um wirklich dem hier gerecht zu werden. Takulan, ne? Falls ihr das zufällig in einer westlichen Sprache findet, schätzt euch glücklich. Ich bezweifle es. Ne? Aber wer Japanisch kennt, ne? Der sollte es auf Japanisch lernen, natürlich. Ne? Das hier, Otomo Katsuhiro, den könnte es auch auf Englisch geben. Was es bestimmt auf Englisch gibt, ist Akira. Akira, ne? Das hat ihn berühmt gemacht. Ne? Aber die Sachen, die er in jüngeren Jahren gemacht hat, wie zum Beispiel Highway Star. Also das ist jemand, der fast so fotorealistisch zeichnet. Ne? So macht er das. Ne? Das sieht so aus, ist wahrscheinlich auch so, dass er oft Fotos abpaust. Ne? Highway Star, das ist aus den 1970ern. Ne? Was vielen von den Mangakas gemeinsam ist, die ich gerne lese, ist, dass sie in einem Monatsmagazin veröffentlicht haben, das von den 1960ern bis 1990ern existiert hat, mit dem Namen Garo. G-A-R-O oder japanisch Gallo. Gallo, also ein bisschen Underground. Ne? Und vor 30 Jahren, da gab es ja kaum Manga oder Anime im Westen. Ne? Es war noch kaum bekannt. Und ich dachte damals, dass zumindest diese Underground-Mangas irgendwann mal Aufmerksamkeit finden würden. Und dann war ich überrascht, als ich vor 15 Jahren wieder nach Deutschland kam, zum ersten Mal nach längerer Zeit. Und ich sah da von Carlsen oder so die ganzen Animes, Mangas. Aber das war der Mainstream. Ne? Also das, was ich jetzt in die Kamera halte, ne? Das findet man komischerweise kaum. Manshu Kitsuko, eine weibliche Manga-Zeichnerin, ebenfalls, naja, Underground, ne? Aber naja, das ist so der Stil, auf den ich stehe. Ne?
Der ist sehr bekannt in Japan, Yoshida Sencha, ne? Yoshida Sencha, Ijimete Kun, sehr bekanntes Werk, so ein bisschen absurde Mangas, ne? Den findet man vielleicht auch inzwischen auf Englisch oder Deutsch. Furuya Minoru, mag ich auch sehr gerne, ne? In Japan recht bekannt, ich weiß nicht, ob es ihn auf Englisch gibt. So stelle ich mir übrigens den durchschnittlichen Zuschauer des Muho-Kanals vor, ne? Wenn du dich da nicht wiedererkennst, dann bist du wahrscheinlich eher eine Ausnahme bei meinen Zuschauern. Furuya Minoru. Und also das ist auch ein Klassiker. Nicht ganz so bekannt wie Tezuka Osamu, aber ebenfalls ein Klassiker in Japan. Mizuki Shigeru. Japaner kennen ihn für seine Gruselgeschichten, Horrorgeschichten, GGG no Kitaro. Aber das hier, das Leben von Adolf Hitler, ne? Ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch finden kann, ob es überhaupt möglich wäre, das auf Deutsch rauszubringen. Vermutlich schon, ne? Also Hitler als Manga gibt es auch, ne? Ist auch schon 50 Jahre her oder so, ne? Dann, was ich persönlich liebe, ist Manga Taro, ne? Chin-Yuki, die Geschichte von Genjo, Xuan Zhang war es, glaube ich, ne? Wie der von China sich auf den Weg macht nach Indien, aber eben auch Gag-Manga, ne? Super, ne? Hat mir manchmal fast schon das Leben gerettet, ne? Oder Mankasu, ne? Das ist auch der Typ, von dem mein T-Shirt stammt, das ich zum Beispiel anhabe in dem Video, wo ich mit Thorsten und Dirk zu sehen bin. Da sprechen wir über Rinzai und Soto, ne? Da habe ich auch ein T-Shirt von diesem Manga Taro.